Der sechste und möglicherweise der entscheidende Spieltag in der Playoff-Halbfinalserie zwischen dem EHC Freiburg und den Tölzer Löwen. Und damit recht herzlich willkommen zu einem der ersten Matchballspiele der Tölzer Löwen. Heute ein Sieg und man zieht ins Finale der virtuellen Playoffs ein. Wir gucken mal auf die Serienstände und sehen, Frankfurt hat in Kaufbeuren den Einzug ins Finale verpasst. Kaufbeuren siegt fulminant zu Hause und erzwingt damit ein Spiel 7 gegen die Löwen. Heute Freiburg, ebenfalls mit dem Rücken zur Wand, heute in der We Arena. Tölz kann heute also alles fix machen, wenn man dieses Spiel gewinnt. Aber wir sind uns nicht hundertprozentig sicher. Es kann hüben und drüben ausgehen. Und ja, die Aufstellung der Tölzer Löwen, Kevin Goudet, Maximilian Franzrepp bleibt vor Sinisa Martinovic. Dann Sasa Martinovic, Manuel Edfelder, Markus Eberhardt, Matt McKenzie, Andreas Schwarz und Niklas Heinzinger sollen heute die Freiburger vom Toreschießen erstmal fernhalten. Und in der Offensive gewohnt John Weller, Tyler McNeely und Luba Dibelka. Dahinter Johannes Sedlmayr, Max French und Marco Pfleger in Reihe 3. Stefan Reiter, Mark Heatley und der künftige Freiburger Christoph Kiefersauer. Und die vierte unvollständige Reihe mit Luca Tosto und Philipp Schlager. Und die rechte Seite wird weiterhin rotieren. Das hat gut funktioniert. Man steht ein Spiel vorm Finale. Und die Aufstellung um Trainer Peter Russell, weiterhin hält er an Ben Meissner fest. Er hatte zuletzt nicht wirklich eine gute Partie. Dahinter Luis Benzing, dann Peter Spornberger mit Nick Pajot in der Verteidigung. Alex Brückmann und Patrick Kurz. Und in der dritten Reihe Gary Pruden neben Philipp Riesle. Dann in der Offensive Scott Allen, Christian Billig und Brad Bulmer. Dahinter Cam Spiro, Nikolas Linsmeier und Simon Danner. In der dritten Reihe Tobi Kunz, Nico Kolb und Sebastian Christmann. Und in der nominell vierten Reihe Marc Wittfurt, Erik Petzold und Gregory Sarkian. Es verspricht also eine wirklich spannende Partie zu werden. Und wir gehen rein in die sechste Partie des DL2 Playoff Halbfinals zwischen den Tölzer Löwen und dem EHC Freiburg. Spiel 6 also in der We Arena zwischen den Tölzer Löwen und dem EHC Freiburg. Es ist, wir haben es in der Vorberichterstattung bereits gesagt, eine richtungsweisende Partie, denn heute eine Niederlage. Heute ein Sieg der Tölzer Löwen und sie ziehen ins Finale ein. Und das will man natürlich schaffen, denn in dieser Serie hat man bislang alle Spiele zu Hause für sich entscheiden können. Zuletzt auch fulminant in Freiburg dann die Wölfe geschlagen und ja, mit breiter Brust kann man heute jetzt auch zu Hause wieder auflaufen. Freiburg in den blauen Trikots von links nach rechts und die Tölzer Löwen in schwarz-gelb von rechts nach links. Sie müssen heute von Beginn an wirklich Gas geben. Bulmer auf Allen und er testet die Reaktion von Maximilian Franzrepp. Erstmal gut gegangen. Erster Schuss. Erstmal abgeblockt. Aber Freiburg über Nick Pajot, wieder Brad Bulmer. Gewohnt viel Zug zum Tor zu beginnen. Und die Strafzeit gegen die Tölzer Löwen bereits zu Beginn dieser Partie. Das sind also erstmal 2 Minuten, in denen man nicht vollzählig auf dem Eis verweilen kann. Sean Weller muss für 2 Minuten nach draußen. Das bedeutet also Überzahl für die Gäste aus Freiburg. Und Billig gegen Max French. Der holt sich die Scheibe, Nico Kolb. Und raus das Ding. Wertvolle Sekunden für die Tölzer Hintermannschaft. Brückmann. Schnelle Scheibe nach vorne. Ausverkauftes Haus in der We Arena. Und Simon Danner. Freiburg versucht die Aufstellung zu finden über Cam Spiro. Der legt ab auf Brückmann. Scheibe geht hinten durch, aber Martinovic wieder mit der Befreiung. Und in knapp 35 Sekunden die Tölzer Löwen wieder komplett. Nächste Strafzeit angezeigt. Wieder die Strafe gegen die Tölzer Löwen und Simon Danner. Mit einer weiteren Gelegenheit. Kolb und Tor! Ganz früher Treffer. Und das bringt die Freiburger in Führung. Ganz wichtiges Ding von Nico Kolb. Kann da erstmal etwas Druck
aus dem Freiburger Spiel nimmt. Denn mit dieser Führung spielt es sich wesentlich besser. Und das also die Führung. Gab Spiro und Simon Danner mit den Assists und die nächste Strafzeit auf der Uhr. Und Freiburg, wenn sie jetzt nachsetzen, dann kann dieses Spiel richtig gut beginnen für die Breisgauer. Nächste Schussgelegenheit, Franz Repp zur Stelle. Können sich trotzdem immer wieder befreien. Ganz wichtig, dass man die Scheibe da doch rausbekommt. Kontermöglichkeit in Unterzahl, aber Philipp Riesle ist da. Und wieder hat die Freiburger mit der nächsten Gelegenheit. Also hier ist schon ordentlich was geboten in den ersten knapp 7 Minuten. Stölzer Löwen allerdings jetzt wieder komplett. Und dementsprechend geht es weiter mit 5 gegen 5. Und Scott Allen, der fasst nochmal nach 2 zu 0. Maximilian Franz Ripp hier ohne Chance. Was für ein Auftakt. 8 Minuten gespielt. Und Freiburg geht mit 2 zu 0 in Führung. Ganz wichtiges Ding. Ganz, ganz wichtiges Spiel. Und heute ein Sieg für die Freiburger. Und Spiel 7 in der eigenen Arena. Und dann hat man alle Möglichkeiten. Und dafür tut man viel. Dafür ackert man, dafür kämpft man. Und hat die Tölzer Löwen jetzt erstmal etwas unter Druck gesetzt mit dieser 2-Tore-Führung. Kurz. Freiburg spielt weiterhin nach vorne auf. Hälfte des ersten Durchgangs vorbei. Sie lassen nicht locker. Camp Spiro bringt die Scheibe wieder für die Freiburger in den Angriff. Dana auf kurz. Der probiert es einfach mal, aber gut gemacht und gut erkannt von Sean Weller. Über die Becker. Weller mit dem Versuch. Tölzer Löwen stecken nicht auf. 2 Tore im Eishockey, das ist nicht allzu schwer, das wieder auszugleichen. Aber Freiburg über Sebastian Christmann. Und auch die Freiburger ruhen sich beim Spielstand von 2 zu 0 nicht wirklich auf ihrer Führung aus. Und das ist gegen die hervorragenden, agierenden Tölzer Löwen mit Sicherheit auch nicht das Schlechteste. Weiter nach vorne zu spielen, nicht beginnen, diese Führung zu verteidigen. Denn dafür ist es definitiv zu früh noch in dieser Partie. 4,5 Minuten noch in Durchgang 1. Max French versucht es damit nach Drehung, kommt nicht vorbei. Freiburg wirklich mit Argus-Augen in der Defensive. Man versucht, schnelles, einfaches und erfolgreiches Eishockey zu spielen. Nicht zu verschnörgelt, nicht zu aufwendig, sondern vielmehr ziemlich den Abschluss suchen. Und das gelingt bislang ganz gut. Letzten Sekunden laufen im ersten Durchgang. Freiburg kann mit einer 2-0-Führung hier in die Pause gehen, auch wenn da die Scheibe noch in Richtung Ben Meissner kommt, der heute einen wesentlich besseren Eindruck macht als noch zuletzt. Und nach einer kurzen Unterbrechung sehen wir uns zurück zum zweiten Drittel in Spiel 6 des Halbfinales zwischen den Tölzer Löwen und dem EHC Freiburg. Und wenn wir mal gucken, 9:3 Schüsse, das ist schon ordentlich. Allerdings die Checks auf Seiten der Tölzer Löwen, auch die Offensivzeit, mehr als doppelt so viel für die Freiburger. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass man bislang 2 Überzahlsituationen hatte. Knapp 4 Minuten davon hat man aufgebraucht. Einmal konnte man
damit punkten, konnte einen Treffer erzielen und so geht man eben mit dieser 2-Tore-Führung in den Mittelabschnitt hinein. Christian Billig mit der Scheibe und Tölz jetzt in diesem zweiten Durchgang von links nach rechts. Man muss natürlich jetzt in diesem zweiten Drittel ja schnellstmöglich den Anschluss erzielen und da setzt man sich auch gut durch. Gut gemacht von Sean Weller. Wieder von Martinovic, der verliert die Scheibe an Scott Allen und die Kontermöglichkeit für die Breisgauer. Spornberger, aussichtsreiche Situation, aber die Scheibe erstmal am Tor vorbei. Lubody Belka. Und es ist und bleibt tatsächlich auch ja, so ein wenig ein offener Schlagabtausch. Chancen hüben wie drüben. Die Tore allerdings, die hat bislang lediglich Freiburg erzielt. Und das wollen die Tölzer Löwen natürlich schnellstmöglich ändern. Vielleicht jetzt. Guter Zweikampf von Nick Pajot. Scheibe wieder nach draußen und wieder Freiburg über Simon Tanner. Gefährlich in Richtung Maximilian Franz Repp. Schon gleich wieder die Hälfte des Drittels vorbei. Wenig Unterbrechung aktuell. Und das spielt den Freiburger natürlich ein wenig in die Karten. Tanner, Spiro. Denn je schneller die Zeit jetzt abläuft, umso schwieriger wird es für die Tölzer Löwen, 2 Tore zu erzielen. Brückmann. Noch einmal die Freiburger. Sebastian Christmann spielt aber auf Grund. Und dann aber doch Franz Repitsch auf die Scheibe von Nikolas Linsenmeier. Beide Mannschaften agieren weiterhin offensiv. Von den Tölzern könnte man definitiv noch etwas mehr erwarten. Und wenn der Anschluss fällt, das ist so wichtig, dann kann das Ganze hier ein Selbstläufer werden. Wenn man einmal einen Treffer erzielt hat, dann könnte der Knoten geplatzt sein. Jetzt vielleicht über Heatley und Andreas Schwarz und Christoph Kiefersauer, der zuletzt zweifach gepunktet hat in Spiel 5. Und das zeigt, dass seine Konzentration und sein Fokus aktuell in Bad Tölz liegen. Auch wenn er in der nächsten Saison für Freiburg auflaufen wird. Jetzt zählt der Einzug ins Finale. Jetzt zählt sein Engagement bei den Schwarz-Gelben. Und Berzold. Freiburg noch 3 Minuten. Nächste Schussgelegenheit geht allerdings am Tor vorbei. Nochmal die Tölzer Löwen über Christoph Kiefersauer. Kann die Scheibe ganz gut abschirmen, bis dann Erik Betzold ihn in den Zweikampf verwickelt. Letzte Minute läuft, nochmal die Tölzer Löwen, aber gut gemacht von Garrett Pruden. In letzter Sekunde die Scheibe dann nochmal weggenommen. Und so sieht es aus, als gehen wir mit der 2:0-Führung, wie auch Ende des ersten Durchgangs, in die zweite Drittelpause. Und den Tölzer Löwen also läuft langsam aber sicher etwas die Zeit natürlich davon. Aber noch sind es 20 Minuten. Noch ist alles drin. Und wie die Partie hier ausgeht, das erfahren wir im Schlussabschnitt. 13:4. Tölzer kommen da ganz, ganz selten vors Tor. Jetzt also aber auch etwas mehr Zeit in der Offensive für die Freiburger. 7,5 Minuten. Das ist schon ordentlich, was die Freiburger heute hier in Tölz zeigen. Und das muss man aber auch. Denn die Tölzer Löwen, eine sehr präsente, sehr stark offensiv agierende Mannschaft. Und dementsprechend ist das gar nicht so verkehrt. Rein in den Schlussabschnitt. 2 Minuten knapp gespielt. Und jede Minute, die jetzt verstreicht, natürlich eine gute Minute für die Freiburger, die mit einem Sieg hier und heute
Spiel 7 vor heimischer Kulisse erzwingen. Und das ist das, was man gerne hätte. Freiburg dann zweimal also mit komplett 7 Spielen. 4:3 ging es gegen die Ravensburg Tower Stars aus. Nachdem man 1:3 in der Serie zurücklag. Ordentlich zurückgekämpft. Und hier will man gegen die Tölzer Löwen bestehen und damit ins Finale einziehen. In diesen DEL2 Playoffs. Noch kein Finalist steht fest. Kaufbeuren auch weiterhin am Leben erhalten. 3:3 dort in der Serie. Und das entscheidende Spiel findet in Frankfurt statt. Und die Chance ist da und Linsenmeier. Ist das die Vorentscheidung? Nikolas Linsenmeier, Simon Danner und Peter Spornberger sorgen hier für das 3:0 der Freiburger. Könnte das der entscheidende Treffer gewesen sein? Wichtig war er definitiv auf Freiburger Seite. Und der Druck auf die Tölzer wird damit vehement erhöht. Denn 3 Tore zu erzielen in knapp 11,5 Minuten, das ist schon ordentlich. Das muss man erstmal schaffen. Und Freiburg macht hier heute allerdings bislang auch sehr viel richtig. Jetzt vielleicht über Manuel Eberhardt. McKenzie! Aber es bleibt ihnen bislang verwehrt, hier einen Treffer zu erzielen. Jetzt Heatley! Aber auch dieser scheitert. Und schießt die Scheibe am Tor vorbei. Absolut unglaublich. Und ist das möglicherweise die Nervosität? Das kann ja durchaus eine Rolle spielen. Der vierte Sieg, ich habe es schon im Spiel der Frankfurter gegen Kaufbeuren gesagt, ist meistens der schwerste. Und diesen Anschein, den hat man auch hier beim Spiel der Tölzer Löwen. 6 Minuten. Und es verdichten sich die Anzeichen, dass Freiburg hier tatsächlich Spiel 7 erzwingen kann und damit erneut vor heimischer Kulisse auftreten kann. Heinziger scheitert erneut an Ben Meissner. Und die Tölzer bräuchten zumindest den ersten Treffer, um mal den Startschuss zu erzielen. Aber Ben Meissner, der sagt nein. Der will keine weiteren Gegentreffer. Der will hier heute natürlich mit einer weißen Weste raus. Und 4 Minuten trennen ihn davon noch. Und die Gewinn von Nico Kolb, Philipp Riesler, der Kapitän, auf Tobi Kunz. Zwei Akteure, die in der kommenden Saison nicht weiter im Kader der Freiburger stehen. Tobi Kunz, der ja seine private, berufliche Karriere außerhalb des Eishockeys nächstes Jahr beginnen wird. Und Philipp Riesle, der seine Profikarriere zumindest im Eishockey beenden wird mit Ablauf dieser Saison. Mark Rittfurt. Letzte Minute läuft. Und nochmal Heatley auf Reiter. Schwarz. Noch einmal die Tölzer Löwen. Geht mal hier vor heimischer Kulisse. Ohne eigenen Treffer vom Eis. Und das wäre für Selbstvertrauen zumindest ein Schlag in die Magengrube. Wieder guter Block, Edfelder Heatley. Und es sieht tatsächlich nicht mehr danach aus. Und da kommt der Treffer.
Und was für ein Kracher! Den Mark Heatley 22 Sekunden vor dem Ende hier noch abschießt. Nur noch 1:3 und auch wenn das nicht reichen wird, Freiburg zumindest nicht mit dem Shutout hier nach Hause gehen lassen. Das ist ganz wichtig für Selbstvertrauen. Ganz, ganz wichtig. Und wir dürfen uns also auch hier auf eine unfassbar spannende Partie freuen. Nämlich das siebte Spiel. Und wie das ausgeht, das erfahren wir im Laufe der Woche, spätestens nächstes Wochenende. Ich freue mich drauf. Glückwunsch an die Freiburger, die sich damit weiterhin in dieser Serie halten. Tölz hat also den Sprung verpasst. Sehr schade für die Tölzer Löwen, aber noch ist nichts entschieden, noch ist alles möglich. Daumen nach oben, würde mich mega freuen. Und wie gesagt, im Laufe der Woche gibt es dann die alles entscheidenden Partien zwischen Frankfurt und Kaufbeuren und auch Freiburg gegen die Tölzer Löwen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.